Was ist aus deiner Sicht ein gutes Leben? Gutes Leben ist das zu leben, was wirklich in meinem Herzen brennt. Leider haben das viele Menschen vergessen und das ist halt mit dem ganzen Bildungsprozess, mit den gesellschaftlichen Zwängen und so weiter, ist das aus meiner Sicht weitgehend zugeschüttet. Aber es ist interessant, wenn Menschen das in sich wieder entdecken, wie sie dann ihr Leben wirklich verändert. Es geht um das Sein. Wer bist du? Mensch, wer bist du? Was macht dich aus? Was macht dich einzigartig? Was kannst du auf eine Art und Weise tun, wie es das nur du kannst? Und, wenn wir alle das halbwegs schnallen würden, begreifen würden, glaube ich, schaut die Welt ganz anders aus. Ja. Aber wenn wir in diesem Mangeldenken gefangen sind, dann wird Leistung zum Problem. Weil wir ständig versuchen zu entsprechen oder alles Mögliche tun, damit wir uns wertvoll fühlen. Nicht? Ich bin bei dir, das Geldsystem ist sicher der Bereich, der am meisten mit Angst behaftet ist. Ja. Und wir tun unwahrscheinlich viel aus Angst. Man muss sich das nur einmal anschauen, wie das System, und dann sind wir wieder sozusagen bei meinem Kern, nicht? Wie dieses System von Ängsten gesteuert ist.